6. Juni 1944. Der legendäre D-Day. Kanadische Sherman-Panzer und Infanterie gehen am Juno Beach in der Normandie an Land. Unter mörderischem Gegenfeuer. So verdammt viele Panzer brannten. Man war wie im Dschungel. Wenn einer unserer Panzer getroffen wurde, wusste man nicht, was los war. Wir fuhren immer weiter. Die Kanadier können zusammen mit der alliierten Streitmacht die deutsche Küstenverteidigung überrennen. Wie im Handumdrehen. Ich dachte damals, dann sind wir ja nächste Woche in Berlin. Aber da stehen sie bald direkt der gefürchteten, kampferprobten SS-Panzertruppe gegenüber. Es bahnen sich blutige Panzergefechte an. Dann rief ich Feuer. Die Landezone Juno, eine von fünf an der Küste der Normandie. Auf diesen 8 Kilometern Sandstrand findet im Frühsommer 1944 eine der größten militärischen Landeoperationen der Geschichte statt. Der Großangriff auf Hitlers Atlantikwall. Seitdem die Deutschen 4 Jahre zuvor Frankreich überfallen und besetzt haben, bereiten sie sich auf eine drohende Invasion vor. Verteidigungsanlagen erstrecken sich von Norwegen bis zur spanischen Grenze und am Mittelmeer. Vor allem aber an den über 2000 Kilometern entlang der französischen Atlantikküste. Der Atlantikwall, das waren 12.000 Befestigungsanlagen, Betonbunker, Minenfelder, Panzersperren und Gräben sowie rund 3.000 Geschützstellungen. Zwar rechnet die Wehrmacht eigentlich in Skandinavien und Italien mit der großen Invasion, aber am 6. Juni 1944 schlagen die Alliierten genau hier in Nordfrankreich zu. Vor dem Morgengrauen kommen Tausende von Kriegsschiffen und Landungsbooten über den Ärmelkanal. Operation Overlord beginnt mit einer gewaltigen Kanonade und massiven Luftangriffen. All of a sudden, plötzlich schossen sie los. Ein britischer Kreuzer direkt hinter uns feuerte mit seinen 15-Zentimeter Kanonen über unsere Köpfe hinweg. Mein Gott, wenn ein solches Geschütz feuert. Die Uniform flatterte und wir waren zu Tode erschrocken. Man konnte die Einschläge weit vor uns an Land sehen. Überall knallte es. Die Operation Overlord ist eine gemeinsame Offensive der alliierten Amerikaner, Briten und Kanadier. Am stark befestigten Abschnitt mit dem Codenamen Juno soll die 3. Kanadische Infanteriedivision landen. Die Speerspitze bildet die 2. gepanzerte Brigade. Ihr Auftrag lautet, die deutsche Verteidigung auszuschalten und einen Brückenkopf für die Infanterie zu bilden. Um 8 Uhr morgens starten die Kanadier ihren Angriff mit Schwimmpanzern. Man brachte uns bei, wie man den Panzer über Wasser hält. Wir haben das immer wieder geübt. Das Wasser herankommen lassen, ohne Panik. Als erster muss der Fahrer ran, denn er soll das Ding ja steuern. Der Sherman DD-Schwimmpanzer wird mit einer speziell versiegelten Wanne und einer Schwimmschürze aus gummiertem Segeltuch über Wasser gehalten und geschützt. Seine größte Besonderheit ist jedoch der Duplex-Antrieb. Mit 2 Propellern erreicht er im Wasser 4 Knoten, 7,5 Stundenkilometer. Erstaunlich wiegt der schwimmende Sherman doch 33 Tonnen. Raue See ist jedoch nichts für ihn. Unser Bootsführer sagte, jetzt geht's los, fertig machen. Und wir fuhren ins Wasser.
Natürlich ist der Panzer schwer zu lenken, wenn Wellen und Wind kommen, wie an diesem Tag. Manche Schwimmpanzer starten nah an der Küste. Andere werden schon 4 Kilometer weiter draußen ausgesetzt. Hohe Wellen lassen viele untergehen. Minen verursachen weitere Verluste. Näher an der Küste geraten die Panzer unter deutschen Beschuss. So kommen 11 der 67 gestarteten Schwimmpanzer der Kanadier niemals an. In Granatenhagel müssen die angelandeten Panzer sich der Schwimmschürzen entledigen, bevor sie zurückschießen können. Es war ein ziemliches Durcheinander. Aber obwohl eine Menge Fahrzeuge scheinbar chaotisch hin und her fuhren, waren alle auf dem Vormarsch, wie geplant. In den ersten Stunden des D-Day verlieren die Kanadier mehrere hundert Mann und 19 Panzer. Ich habe Kanadier am Strand liegen sehen. Einige hatte man notdürftig zugedeckt. Die deutsche Gegenwehr in diesem Abschnitt bleibt insgesamt aber schwächer als erwartet. Die Kanadier erobern an diesem Tag Juno Beach und einen Streifen des Hinterlands. Zusammen mit ihren Alliierten durchbrechen sie auf rund 80 Kilometern den Atlantikwall. Ihre Strategie? Die deutschen Besatzer in Nordfrankreich sollen in einer Zangenbewegung umzingelt und vernichtet werden. Die Amerikaner würden westlich ausholen, die Briten und Kanadier nach Süden auf ihr nächstes Ziel zu steuern, die wichtige Stadt Caen, 10 Kilometer landeinwärts. Doch kaum rollen die Panzer der 2. kanadischen gepanzerten Brigade von der Strandzone, sehen sie sich einer neuen Gefahr gegenüber, der pittoresken normannischen Landschaft. Diese besteht zum Entsetzen der Panzerfahrer aus einem Labyrinth schmaler Felder, hoher Hecken und tiefliegender enger Wege. Panzer können hier kaum hindurch manövriert, aber leicht angegriffen werden. Manche Panzertruppen kommen aus den Gefechten der offenen Wüste in Nordafrika oder den Steppen und Ebenen an der Ostfront. In der Normandie wird auf kurze Distanz gekämpft. Überraschungsaktionen sind dabei ein wichtiges Mittel. Als erstes rollt man aufs Feld und will vorwärts kommen. Plötzlich steht man vor einer meterhohen Hecke, die noch dazu auf einer Böschung wächst. Da bricht man dann hindurch. Aber auf der anderen Seite geht es steil hinunter auf einen tief liegenden Weg. Und jenseits des Weges wartet die nächste Hecke. Es ist schwierig, hineinzufahren und ebenso schwierig, wieder herauszukommen. Man kann in der Hecke stecken bleiben. Währenddessen ist man ziemlich verwundbar. Wer keinen Plan gemacht hat, ist bald fällig, denn der Feind hat sehr wohl einen. Tag 1 nach der Invasion. Trotz aller Hindernisse kommen die Kanadier Richtung Caen gut voran. Doch dann trifft die 2. gepanzerte Brigade auf eine Kolonne von 9 Panthern.
Der Panther gilt als einer der besten Panzer im Zweiten Weltkrieg. Seine 7,5 cm Langrohrkanone stellt noch auf große Entfernung eine tödliche Gefahr dar. Frontal ist er mit 80 mm Stahl gepanzert, mit Abschrägung von 50 Grad, die ihn an der Vorderseite fast unverwundbar macht. Der Panther war, das ist ja bekannt, nicht Weihräucherei, sondern ist ja bekannt, der Panther war bis Kriegsende der funktionsfähigste, beste Panzer der Welt. Man musste zur Beurteilung ja drei Komponenten anziehen. Geschwindigkeit, Geländegängigkeit und Panzerschutz. In dieser Situation hilft den deutschen Panthern aber ihre frontale Panzerung nichts. Sie bieten den Shermans ihre Flanken und sind dadurch hochgefährdet. Der amerikanische M4 Sherman, in Varianten auch von den Briten und Kanadiern gebaut, verfügt nur über eine kurze 76 mm Kanone. Und mit 65 mm hat er auch eine schwächere Panzerung. Im frontalen Gefecht ist er dem Panther unterlegen, aber er kann ihn vernichten, wenn er ihn von der Flanke her trifft. Für den Funker Philip Lawrence und seine jungen Kameraden von den Sherbrooke Fusiliers wird dies die erste direkte Begegnung mit dem Feind werden. Die Infanterie hatte uns verständigt, dass einige Panther unterwegs seien. Wir sind schon recht nah, so etwa 850 Meter entfernt. Ich versuche, unseren Schützen wachzurütteln. Unser Captain lässt uns Aufstellung nehmen. Jedem wird ein Ziel zugeteilt. Ich trete den Schützen, um endlich Leben in ihn zu bringen. Dann war Befehl zum Feuern gegeben worden. Aber unser Schütze schläft immer noch wie ein Murmeltier. Der Kommandeur gibt ihm eine Ohrfeige, um ihn zu wecken. Er schreit ihn an: Du Versager, du bist ab jetzt Beifahrer. Geh rüber und komm niemandem in die Quere. Dann drehen wir den Turm und feuern auch. Der andere Panzer springt hoch. Das Rohr schlägt zurück und schwenkt weg. Der Turm geht in Flammen und Rauch auf. Ein gewaltiges Spektakel, richtig furchteinflößend. Es war weniger eine Schlacht als vielmehr ein Hinterhalt. Die armen Kerle haben nie erfahren, was eigentlich los war. Eben noch fuhren sie einfach in der Kolonne, dann ist plötzlich überall Feuer. Unserer Meinung nach war ihre Methode zu kämpfen dumm. Sie exponierten ihre Flanken. Der Panther hat nur 50 mm Seitenpanzerung statt 80 wie vorne. Bei frontalen Treffern kann er jedem Geschoss der Alliierten widerstehen. Doch seitlich und auf kurze Distanz ist er verwundbar. Man konnte sie leicht abschießen. Alle 9 haben wir erwischt. Einfach so. Wie im Handumdrehen. Das gefiel mir. Da sind wir ja nächste Woche auf dem Weg nach Berlin. Aber den Kanadiern steht eine böse Überraschung bevor. Denn auf Befehl des Oberkommandos eilen Truppen Richtung Caen, um die Alliierten aufzuhalten. Vor allem die gerade erst aus 16.000 Hitlerjungen formierte 12. SS-Panzerdivision. Die Division verfügt über 48 Panther, Dutzende schwerer Geschütze und fast 100 Panzer IV.
Die SS? Graue Kerle, aber sehr gut. Ein Fehler und du bist tot. Es hat unsere Pflicht zu tun, ob wir meinten, das bringt Erfolg oder nicht Erfolg, das war nicht unser Bier. Und da hat es also nie irgendwelche in unseren Einheiten. Da braucht niemand nach Moral fragen. Fragen der Moral sind auch kein Thema bei der Waffen-SS, die in den folgenden Tagen abertausende Hitlerjungen mit nur 6 Wochen Panzergrundausbildung verheizt. Die 12. SS-Panzerdivision wird von Generalmajor Kurt Meyer befehligt. Ihm eilt der Ruf des aggressiven, rücksichtslosen Panzerkommandeurs voraus, mit Spitznamen Panzermeier. Seine Kriegserinnerungen sind bei den Ewiggestrigen beliebt und sogar ins Englische übersetzt. Bataillon auf Bataillon kommt heran. Die Grenadiere winken mir zu. Ruhig, ohne Pathos, aber mit der festen Entschlossenheit, sich zu bewähren, gehen sie ihrer Feuertaufe entgegen. Juni 1944. Kurt Meyer und seine 12. SS-Panzerdivision beziehen Stellung in der Abtei Abbaye d'Ardenne aus dem 12. Jahrhundert. Dort im Klostergarten lauern sie den Panzern der Sherbrooke Fusiliers auf, die sich zur Unterstützung der Nova Scotia Highlanders vorsichtig auf Caen zubewegen. Meyer kann sie in der Ferne bereits sehen. Er kam an und stieg gleich auf den Kirchturm. Die Abtei liegt auf 67 Metern Meereshöhe und der Turm selbst ist 26 Meter hoch. So konnte er von dort bis zum Westrand von Juno Beach sehen. Welch eine Überraschung. Das Gelände bis zur Küste liegt wie ein Sandkasten vor mir. Es herrscht emsiges Treiben. Er sah die kanadischen Truppen näher kommen. Jetzt ist alles klar. Mein Gott, was für eine Gelegenheit. Sie fahren genau vor der Front des 2. Bataillons entlang. Ich gebe Befehl an alle Bataillone, an die Artillerie und an die bereitstehenden Panzer. Nicht schießen. Feuereröffnung nur auf meinen Befehl. Die Kompanie hielt an. Sie machten eine Pause und aßen etwas. Die Flanke der Kanadier war offen. Der feindliche Kommandeur scheint nur noch den Flugplatz unmittelbar vor ihm zu sehen. Aber nicht, dass am Hinterhang sein Verderben lauert. Nur wenige hundert Meter trennen die stählernen Ungeheuer voneinander. Dann gebe ich das Angriffssignal. Achtung, Panzermarsch! All of a sudden, bang. Dann plötzlich Peng. Die Schlacht begann. Da war so verdammt viel Qualm und Staub und Panzer brannten. Man fühlte sich wie im Dschungel. We were just in a bloody jungle. Die Kanadier werden völlig überrascht. Binnen Sekunden sind die Panzerspitzen der Fusiliers zerstört. Unser Kommandeur fordert mehr Kräfte für die vorderste Reihe an und bittet meinen Kompanieführer um 4 Panzer. Dann fordert er noch mehr an. Aber da sind nur noch unser Kommandeur, mein Panzer und ein Dritter. Mehr nicht. Dann ruft er, die Deutschen brechen auf eurer linken Flanke durch. Los, rüber nach links. Er glaubte wohl immer noch, wir hätten eine ganze Kompanie. Dann bewegte sich das Geschehen auf uns zu. Zuerst sah ich die Panzer, etwas über 900 Meter entfernt.
Oh, 1,000 yards away. Jedem von uns flatterten die Nerven, wenn wir die Biester sahen. Ihre Kanonen waren so überlegen. Der Panzerkampfwagen 4 ist mit einer starken 7,5 cm Kanone bewaffnet. Trotz kurzem Rohr reicht die Durchschlagskraft von 117 mm auf 1000 Meter leicht aus, eine Sherman-Panzerung seitlich oder frontal zu durchschießen. Also der Sherman war für uns ein leichter Gegner. Wenn man sie auf Distanz halten konnte, brauchte man vor keinem Sherman bange zu sein. Der Sherman 5 mit Kurzrohr hat nicht annähernd die Feuerkraft des Panzers 4. Jetzt kam es auf die Taktik an. Ich begann, ihnen Rauchgranaten vor den Bug zu schießen. Neben Hochexplosivgeschossen und panzerbrechenden Granaten ist der Sherman auch mit Phosphorbrand- und Nebelgranaten bewaffnet. Damit kann man Zielmarkierungen oder Feuer- und Nebelwände erzeugen, die taktischen Schutz bieten. Sie waren über 900 Meter entfernt. Ich rief, um Himmels Willen, lasst sie erst näher kommen. Schaut auf die rechte Seite, da habe ich gerade Nebel gemacht. Vielleicht kommt da gleich einer raus. Und tatsächlich streckt da ein Panzer seine Nase heraus, um besser zu sehen. Dann sagte ich schließlich, Feuer. Und wir haben ihn auf gut 800 Meter getroffen. Ich sehe das Ding immer noch brennend vor mir. Es ist Sidney Radley Walters erster Abschuss. Bis zum Kriegsende wird er weitere 17 Panzer vernichtet haben und als Kanadas bester Panzerschütze geehrt werden. An diesem 7. Juni 1944 haben die Kanadier jedoch schwere Verluste einstecken müssen. 110 Mann sind gefallen, 128 gefangen genommen worden und 28 Panzer verloren. 18 der Kriegsgefangenen steht ein schreckliches Schicksal bevor. Die North Nova Scotia Highlanders der ersten Gruppe wurden hier in diesen Hof geführt. Sie kamen über diese Treppe in den Park. Hier stand ein SS-Soldat. Er tötete sie einen nach dem anderen mit Genickschuss. Doch der brutale Panzermeier kann mit seiner Division die Kanadier nicht aufhalten. Die Alliierten rücken an der ganzen Nordwestfront unaufhörlich vor, allerdings im Kriegstempo. Aber anstatt die Stadt Caen binnen 3 Tagen einzunehmen, wie geplant, brauchen die Briten und Kanadier 34 Tage blutigster Gefechte, um dieses Ziel zu erreichen. Um die verbissene Gegenwehr der Wehrmacht zu brechen, greifen die Alliierten zu drastischen Methoden. Sie schicken schwere Bomber.
aus Khan City. Die Altstadt von Khan wurde in Schutt und Asche gelegt. Am 9. Juli, 33 Tage nach dem D-Day, können die Alliierten endlich Caen erobern. Oder was davon übrig blieb. Our tank advanced. Unser Panzer fuhr eine der Hauptstraßen in Caen entlang. Aber wir sahen, dass diese eigentlich nur noch aus vielen riesigen Bombenkratern bestand. Einige davon waren so groß, dass der Sherman, der ja 2,70 Meter hoch ist, komplett hineinpasste. Einmal blieben wir im Krater stehen. Ich kletterte oben auf den Panzer und kam trotzdem nicht auf das ursprüngliche Straßenniveau. Schutt und Trümmer überall, aber keine Deutschen. Sie hatten sich plötzlich zurückgezogen und den Alliierten die Ruinenstadt überlassen. Die kamen nun in dem Desaster, das die eigenen Bomben angerichtet hatten, kaum voran. Die Deutschen sind auf das Gebiet südlich von Caen zurückgegangen. Dort erstreckt sich über mehrere Kilometer die sogenannte Verrières-Kante. Dieser Höhenzug erhebt sich 30 Meter über dem Flachland und bietet so eine ideale Verteidigungsposition. Von hier aus können die Deutschen das ganze Gelände kontrollieren. Eine Todeszone für die vorrückenden alliierten Truppen. Die Wehrmachteinheiten sind immer noch bis an die Zähne bewaffnet. Unter anderem mit 72 8,8er Panzerabwehrkanonen, 40 Panthern und 80 schweren Tigerpanzern. Der Tiger war unser Schrecken. Wenn man dem begegnete, musste man um sein Leben kämpfen. Bei der Ankunft in der Normandie sahen wir gleich am Anfang einen getroffenen Sherman, der brannte. Da begriffen wir, dass wir uns in großer Gefahr befanden. Denn das führte uns unser eigenes Schicksal vor Augen. Das konnte uns jeden Moment selbst passieren. Obwohl sie also einer sehr schwer einzunehmenden Verteidigungslinie gegenüberstanden, zögern die Alliierten nicht. Am 18. Juli, eine gute Woche nach der Einnahme von Caen, starten sie die Operation Goodwood, eine Panzeroffensive gegen die Deutschen an der Verrières-Kante. Und wieder sind die inzwischen schon wesentlich erfahreneren Männer der 2. kanadischen gepanzerten Brigade mittendrin. Sie sollen ein Dorf am Fuß der Kante einnehmen und halten. Ich erinnere mich an Saint-André-sur-Orne. Man hatte gemeldet, dass dort 64 deutsche Panzer auf uns warteten. Wir sagten, wahrscheinlich sind das eher 8. Wir kamen hin und, mein Gott, es waren wirklich 64. Überall Panzer. Wir blickten nicht mehr durch, wie wir vorgehen sollten. Eine Menge unserer Panzer wurde ausgeschaltet. Regen behinderte die Sicht. Es war kaum etwas zu erkennen. Wir haben die anderen alle aus den Augen verloren. Da wollten wir eine sichere Position suchen und einige Ziele angreifen. Wir fanden dann eine ausgezeichnete Position. Ein massives gemauertes Gebäude rechts als Sicht- und Feuerschutz. Gut gedeckt waren wir auch durch eine Hecke. 9 Panther fuhren etwa 900 Meter entfernt seitlich vorbei. Ich warf noch einen letzten Blick oben aus dem Turm, denn wegen des Nebels und Regens hatte ich immer noch keine gute Sicht. Da kam ein Tiger ums Eck.
Auch er erkannte diese tolle Position und stellte sich direkt gegenüber von uns auf. Das war der furchterregendste Anblick, den ich je erlebt hatte. Einfach so aus dem Nichts. Wir berührten einander fast. Ich hatte eine panzerbrechende Granate geladen und feuerte die, aber sie prallte nur ab. Dann schoss ich hochexplosive Geschosse, so schnell wir konnten. Ungefähr so schnell. Ich blieb einfach mit dem Finger auf dem Feuerknopf. Die Kanone feuerte, Rückstoß, Feuer, Rückstoß. Unser Ladeschütze jagte die Granaten rein. Dann schoss der Tiger zurück. Der Tiger wiegt mit 55 Tonnen, 20 Tonnen mehr als der Sherman. Seine 100 mm starke Frontalpanzerung macht ihn so gut wie unverwundbar gegen die alliierte Bewaffnung. Eine Granate aus seiner 8-8er-Kanone könnte einen Sherman auf mehr als 2000 Meter durchschlagen. Und dieser Tiger steht keine 2 Meter entfernt. Keine Worte können die unglaubliche Gewalt dieses Einschlags beschreiben. Ihr panzerbrechendes Geschoss hatte unseren Turm getroffen. Er brannte quer durch, wie wenn man mit einem Flammenwerfer hindurchzielen würde. Kommando zurück, hart rechts! Unser Beifahrer war am Steuer. Er war nicht besonders gut und jagte den Motor hoch. Der Fahrer schnappte sich das Handgas. Er rammte den Rückwärtsgang rein und schrie den Beifahrer an, er solle die Kupplung loslassen und abhauen. Und wir sprangen rückwärts los. Die Sherbrooke Fusiliers verlieren die Hälfte ihrer Panzer und müssen sich zurückziehen. Anderen Einheiten ergeht es ähnlich. Die Operation Goodwood wird zum Desaster. Die Briten ließen 800 Panzer übers offene Feld südlich von Caen rollen. 400 davon wurden abgeschossen. Die Deutschen lagen bei Bourgebus auf der Verrierkante und sie konnten von oben meilenweit beobachten, was vor sich ging. Sie hatten sich in Gehölzen verschanzt und ihre großen Geschütze in Scheunen versteckt. Sie sahen alles, was sich bewegte. Sie konnten das ganze Gelände mit ihren 8,8 cm Geschützen belegen, ihren berüchtigten Panzerabwehrkanonen. Eigentlich war das Flak, die 6 Kilometer hoher Flugzeuge schießen sollten. Jetzt feuerten sie auf nur 150 Meter Entfernung auf uns. Am 21. Juli wird die Offensive gegen die Verrières-Kante abgeblasen, als die enormen Verluste unübersehbar sind. Binnen 4 Tagen verlieren die Alliierten hier über 6000 Mann und rund 400 Panzer. Dabei haben die Deutschen die Anhöhe immer noch unter Kontrolle. Unsere Aufgabe war es, auf diese Anhöhe hinaufzugelangen und einen Weg durch diese deutschen Linien zu finden. Dabei waren das angeblich mit die stärksten deutschen Verteidigungsstellungen im ganzen Krieg. Die Alliierten wollen diesen Durchbruch erzwingen. Der kanadische Lieutenant General Guy Simmons entwickelt einen neuen, hochriskanten Plan für die Eroberung der Anhöhe. Sie muss die Invasion in der Normandie erfolgreich fortführen, so argumentiert er. Operation Totalize lässt 400 Panzer zusammen mit der Infanterie in 6 Kolonnen direkt auf die Deutschen vorrücken. Um die Gefahr durch die Abwehrkanonen zu mindern, soll das Ganze im Schutze der Dunkelheit vor sich gehen.
Eine nächtliche Panzeroperation dieser Größenordnung ist bislang noch nie gewagt worden. Simmons lässt daher seine Soldaten und Panzer die Aktion einstudieren. Die Vorbereitung für Operation Totalize bedeutete, eine Woche lang im Detail den Angriff einzuüben. Vier Kolonnen von Panzern, dahinter wieder vier und so weiter. Dahinter vier Minenräumpanzer, danach noch vier. Dann kamen vier Infanteriekompanien mit Kettenfahrzeugen zum Transport. Keine Fahrzeuge mit Rädern. Everything tracked, not one wheel vehicle at all. Kurz vor Mitternacht am 7. August 1944. Nach einer massiven Bombardierung der deutschen Stellungen aus der Luft rollt die kanadisch-britische Operation mit 400 Panzern an. Wir hatten gemischte Gefühle. Angst, Stolz, Aufregung und Verwirrung. Die Panzer bleiben eng beieinander und rollen langsam Richtung Anhöhe. Sie folgen der Leuchtspurmunition, die ihnen ihre Ziele markiert. Man sah einzig die roten Rücklichter des Panzers vor einem. Die ließ man nicht aus den Augen und folgte ihnen auf Gedeih und Verderb. Die Kerle hatten Minen verlegt, denn sie wussten ja ziemlich genau, wo wir waren und aus welcher Richtung wir kommen würden. Totales Chaos. Überall Blitze. Granaten explodierten. Überall waren Feuerstöße zu hören. Unterwegs sahen wir Deutsche in Schützengräben, aber wir hatten Befehl, nicht anzuhalten. Man sah, wie vor einem Panzer getroffen wurden und in Flammen aufgingen. Und noch einen weiteren, der brannte. Man hatte keinen Überblick, fuhr einfach nur weiter. Am Morgen des 8. August haben die Briten und Kanadier tatsächlich große Teile der Verrières-Kante erobert. Mittags dann das ganze Gelände. Die erste Phase der Operation Totalize ist ein Erfolg. Die Kanadier und Briten können weiter nach Süden vorrücken und sich mit den Amerikanern vereinen. Am 21. August ist es dann soweit. Nach zwei weiteren Wochen heftiger Kämpfe können die Alliierten die deutsche Armee im Westen der Normandie einkesseln. Sie ist dort leichte Beute für die massiven alliierten Luftschläge. Dieses Schlachten, so muss man es wohl nennen, ging noch eine Weile weiter. Die Not um uns herum schreit zum Himmel. Flüchtlinge und Soldaten der geschlagenen deutschen Armeen blicken den immer wieder anfliegenden Bombern hilflos entgegen. Es hat keinen Zweck mehr, volle Deckung gegen die berstenden Granaten und Bomben zu nehmen. Auf engstem Raum zusammengedrückt bieten wir der feindlichen Luftmacht einmalige Ziele. Auf Schritt und Tritt folgt der Tod. Wir liegen wie auf einem Präsentierteller. Es ist unmöglich, nichts zu treffen. Die Vernichtung der deutschen Besatzungsarmee in Frankreich im August 1944 markiert den Schlusspunkt der Schlacht in der Normandie. Die Verluste der Deutschen sind gewaltig. 200.000 Tote und Verwundete, ebenso viele Gefangene und 1.300 zerstörte Panzer.
Die Normandie ist auch ein Grab der einst so gefürchteten deutschen Panzerwaffe geworden. Von der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend können nur 10 Panzer und 300 Mann entkommen. Darunter Kurt Meyer, der 1945 für die Kriegsverbrechen seiner Einheiten, unter anderem die Erschießung von Kriegsgefangenen in der Abbaye d'Ardenne, zum Tode verurteilt wird. Die Strafe wird dann jedoch zu lebenslanger Haft gewandelt, bevor ihn Adenauer 1954 begnadigt. Der Sieg in der Normandie ist für die Alliierten sehr wichtig, aber mit einem schwindelerregend hohen Blutzoll bezahlt worden. 50.000 Tote und über 150.000 Verwundete sind zu beklagen. 82.000 getötete oder verwundete Briten und Kanadier im Sommer 44. Manche, die zu den Überlebenden zählen, wundern sich noch heute, wie ihnen dies gelang. Ich war in Panzern, die getroffen wurden, aber die Geschosse hatten nicht mich erwischt. Ich war im Mörsersperrfeuer, aber zufällig kam keine Granate da herunter, wo ich stand. Reine Glückssache, das wird jeder so sehen. Natürlich muss man gut ausgebildet sein, mitdenken und vorsichtig sein. Aber ohne Glück überlebt man nicht.